Ich denke, es ist an der Zeit dazu. Einfach mal wieder jagen zu gehen. Denkt ihr auch, oder? Sag ich doch. Wir müssen nur Jagdgründe finden. Und dabei nicht gleichzeitig unsere Beute verschrecken. Hohes Gras oder Zeug, wo man sich drin verstecken kann. Ich sehe keine Tiere. Seltsam eigentlich. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Lass die nicht brechen. Sehen, ob wir da hochkommen. Ich denke, ja. Nee? Nein, wir kommen da nicht hoch. Ja, okay, wenn wir uns hier noch in der Nähe von der Siedlung befinden, dann ist es nicht weiter verwunderlich, dass es hier keine Tiere gibt. Okay. Überzeugt, überzeugt. Was gibt's denn hier für einen Spieler? Dame, vergiss es, ich kann kein Dame. Wenn es Schach gewesen wäre, hätte ich vielleicht mitgemacht. Okay, und jetzt? Die harte Tour starten. Muss auf Martha's Vineyard mit Kanonen und entsprechend Kanoniermeistern. Ja. Diese maritime Mission starten. Alles klar. Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche. Nein, 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 nein. Nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Das wusste ich auch noch nicht. Das, also, so viel sehen wir es gar nicht. Gut. Sie ist solide. Ei, schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehligen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mach noch einen Seefahrer aus dir. Glaube ich jetzt weniger. Und das Graussäglein ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los, Männer, bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt. Er ist ein waschechter Seefahrer und ich will endlich diese Assassinenkleidung haben. Come on! Ostküste 1773 sind wir bereits, alles klar. Na los, Junge, wenn nicht jetzt, wann dann? Sie segelt hart am Wind! Na komm, mach schon, sie weiß nicht.
Jetzt bist du mit ihr verbunden. Fühle in sie hinein. Sie wartet. Rufst du halbes Segel, springen die Männer und sie wird schneller. Halbes Segel! Aha, die Akia fliegt wieder. Fühlst du es, Junge? Setze Kurs auf Martha's Vineyard. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Sie ist ein wendiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und unser Fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volle Segel, wenn du magst. Wir brauchen Wind. Volle Segel, holt euch den Wind! Ah, das, dieser grüne Pfeil da unten zeigt. Sei wachsam, Connor. Böige Winde sind schwer zu meistern. Wahnsinn. Bringt sie zum Halten. Ein Segel, alles einholen. Halbes Segel setzt. Halbes Segel, Männer. Soweit ich weiß, muss man den Wind kreuzen. Ah, das ist gut. Jetzt haben wir wieder bessere Wege. Jetzt! Bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Und willst du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Ja, das sehe ich auch so. Gar kein. Alles klar. Interessant, wie viel Vertrauen so ein erfahrener Seemann in ein komplettes Greenhorn. Pass auf die Schiffe auf! Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten. Also so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, wobei Steuerung etwas gewöhnungsbedürftig ist. Und natürlich sehr windabhängig. Gebt mir alles! Alles Segel! Alle Segel! Naja, man kann auch halt vorausschauend steuern. Kreuzwinde! Runter auf halbes Segel! Halbes Segel! Ja, ich muss schon zugeben, es ist nicht ganz einfach. Volles Segel! Jetzt alles! Volles Segel! Aber immerhin können die Männer schnell agieren. Werft die Segel! Wir sind bald da! Ein bisschen weniger Segel wird nicht schaden. Vor dem Andocken habe ich jetzt irgendwie ähnlich wie vom Einparken Schiss. Aber egal. Weniger Fahrt, Segel streichern! Halt, bringt sie zum Stehen! Anker werfen! Hey, wir haben es geschafft! Hey, juhu! Ich bin gerade voll stolz auf mich. Ja, so gefällt mir das. Hallo, Miss Mandy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vineyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt, Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer.
Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Die Akia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Arme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Unser lieber junger Connor ist viel zu impulsiv. Was sind das für Viecher? Was für Fünder sind denn das? Keine Ahnung. Hoffentlich darf ich sie bald benutzen. Oh, ein bisschen Handkanonen gibt's auch. Das sind die Teile, die an der Reling stehen. Weil die es nicht wissen. Hey, schade. Darf ich das Ding hier benutzen? Ja, schade. Ab in die Wanten! Nächste Frage. Guter Wind heute, Captain! Okay, ich kann mich hier nicht so frei bewegen, wie ich es normalerweise... Festhalten! Lass also, das Vorsegel! Nicht nachlassen! Aber da auch kann ich. Das gibt's ja auch. Ob ich da wohl runter kann? Ganz ehrlich, im Moment probiere ich lieber das nicht aus. Ah, schön, schön. Oh, da sind schon einige Schiffe auf Grund gelaufen. Los! Los! Steht aufrecht, Männer! Na, dann mal zum Ruder. Konzentriert euch! Alle Segel straff und gespannt, Sir! Sir! Yes, Sir! Was zum Teufel sollte das da drin? Der ältere Mann ist ein Templer. Wer war da bei ihm? Ein Templer? Der Jungspund war Nicholas Biddle, ein Niemand, segelt vor dem Mast, ein Seekadett der Krone. Sind die Kanonen bereit? Ei, aber wir sollten nichts überstürzen. Wir finden ein passendes Ziel und zeigen dir, wie es geht. Wir haben eine bescheidene Menge Kanonen an Bord, aber sei versichert. Wir haben Platz für weitere, falls du sie brauchen solltest. Gut, das zu wissen. Weniger Knoten! Halbes Segel! Sieht aus wie eine abgetakelte britische Fregatte. Die sollte reichen für erste Zielübungen. Bringen Sie auf unsere Breite. Kein Segel! Wenn kein Kanone Segel! Im Ziel sind, rufst du Feuer. Erste Rundkugeln! Auf den Bug und größtmöglichen Schaden anrichten. Bereit machen! Feuer frei! Bam! Hat noch Pulver geladen. Gut, jetzt probier mal die Drehbassen. Sind genauer. Triff die alten Pulverfässer und jag sie in die Luft. Ihr gefällt falsch. Ah, Rechtsklick ist für die Kleinen. Bereit zum Feuern! Und Feuer! Bam! Bereit zum Feuern! Immer wieder gut! Nicht schlecht für den Frischling, Captain!